12. Gebrauchsparagraphen 1 haben sich dafür entschieden, nicht mit jedem zu sprechen. Grundsätzlich die Fuge, wo wir ablehnen oder uns enthalten, dass wir immer daran, ob der Klimaschutzbeschluss erwähnt ist und wir die berücksichtigt sind oder auch eine Sozialfondsquote. Geben möchte es, wenn wir speziell in Achtungsbergstraße 23a, möchte ich es noch ein bisschen genauer begründen. Also, worum geht es da? Geht es ja um den alten Bunker zu begeben, ein kleines Gebiet und nicht einfach stadtentwicklungsmäßig zu entwickeln. Liest man sich den Bebauungsplan durch, dann kann man ja lesen, Seite 5, es geht um die Schaffung von klimaschutzgerechtem Wohnraum, Seite 21, Seite 29, neuer Wohnraum soll geschaffen werden, um dem allgemeinen Wohnbedarf an Wohnraum nachzukommen. Seite 29, neuer Wohnraum wird geschaffen. Seite 32, es gelingt hier an der Stelle, eine dem Standort angemessene Nachverdichtung zu finanzieren. Was heißt also dem Standort angemessene Nachverdichtung? Und was heißt den sozialen Wohnraum oder den Wohnraum, den wir so dringend brauchen, zu schaffen? Wir haben ja dafür erst im September auch nochmal die Sozialwohnungsquote nachgebessert mit dem Beschluss, dass sie gilt, also ab jetzt oder seit September, für jeden Bebauungsplan, wo mehr als 6 oder wo 6 Wohneinheiten geschaffen werden oder mehr. Was also entsteht, als in der Ahrensbergstraße 23a, ich weiß nicht, ob ihr da durchgelesen habt, 6 Eigentumswohnungen mit, zumindest nach dem Auskunft beim Ortsbeirat, von 100 bis 140 Quadratmeter. Im Bauungsplan heißt es 140 bis 180 Quadratmeter. Ich finde nicht unbedingt die Wohnungen, die wir jetzt speziell brauchen oder die uns groß dabei helfen werden, den Wohnraummangel, den es in Kassel gibt, im bezahlbaren, also günstigen Wohnraum, zu schaffen, da wird uns das nicht weiterhelfen. Und es steht ja auch im Bebauungsplan drinnen, dass eben eigentlich die Sozialwohnungsquote greifen. Es müssten eigentlich bei dem Standort 2 Wohnungen dort runterfallen, wird aber nicht gemacht, weil es halt ein Wohnung mit 100 bis 140 Quadratmetern, das ist halt nicht weiterhelfen für die Sozialwohnungen. Es gibt aber auch keinen Ausgleich in irgendeiner Form, dass es irgendeinen Beitrag gibt. Wir haben die Sozialwohnungsquote ja deswegen gemacht, damit private Investoren, das richtet sich ja vor allem an private, bei öffentlich geförderten Wohnungsbaugesellschaften, müsste ja ein viel höherer Schnitt als 30% sein, damit auch private einen Beitrag leisten, weil jeder Bau ist schlecht fürs Klima erstmal, braucht eine Infrastruktur von der Stadt etc. Und die sollen einen Beitrag leisten für die Wohnungsnot, die wir haben, da irgendwas entgegenzusetzen. Gut, in der Ahrensbergstraße 23a geht das nicht oder passt nicht, wie gesagt, dem Standort angemessen eine Nachverdichtung. Das heißt, deswegen hat es im Januar in der Bau- und Planungskommission ja auch keine Zustimmung gefunden, aber das war ja auch vor der Wahl. Das ist für uns jedenfalls ein Problem, so einem Bebauungsplan zuzustimmen. Wir werden es nicht machen. Der zweite Teil ist auch, dass hier eben auch der, also es wird Klimaschutz erwähnt, nämlich den Klimaschutzbeschluss von 2012. Wir haben inzwischen das Jahr 2021 und 2019 den Beschluss, 2030 klimaneutral zu werden. Und das heißt eben auch bei jeder Entscheidung, dass das eine Berücksichtigung finden soll. Das sollte auch für diesen Bebauungsplan gelten. Ralf wird schon auch in der Zeitung, aber in den Bebauungsplänen findet sich es noch nicht. Deswegen von uns abgelehnt. Wir haben auch einen Änderungsantrag. Wenn Sie uns für die Kritik zustimmen, können Sie das quasi hier auch den Auftrag mitgeben. Sozialwohnungsquote verbindlich festschreiben. Klimaschutz festschreiben, dann sind wir auch wieder dabei. Klickt also bei Ihnen.